nicht nur hier so Künstler wie dich, sondern auch Menschen, die wirklich was im Leben geleistet haben. Und zwar schon sehr früh. Da bin ich dankbar. Als du noch in die Dusche moderiert hast, hat eine junge Frau gesagt, ich bin 14 war sie, und es gibt was Besseres, als in Holland rumzusitzen. Gucken Sie sich ganz kurz an, was sie geleistet hat, und dann werde ich sie hier exklusiv zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, da staunst du, sagst du am Raab, live hier begrüßen. Laura Decker, hier ist der Film. Januar 2012. Auf diesen Moment hat sie sich 519 Tage gefreut. Laura Decker ist angekommen. Hinter ihr liegt die ganze Welt und die Erfüllung eines Traumes. Rückblick, September 2010. Laura ist 14 Jahre alt und geht in Portugal an Bord ihrer 12 Meter Segeljacht Guppy. Alleine um die ganze Welt. 27.000 Seemeilen legt Laura zurück. Selbstversorgung inklusive. Sticker. Aufräumen, Schularbeiten, die Tage fliegen nur so vorbei. Aber im Notfall kann Laura sich auch medizinisch selbst versorgen und kleine Reparaturen am Boot ausführen. Am 21. Januar 2012 hat sie es geschafft. Sie hat zwei Geburtstage und zwei Weihnachten auf See und in der Ferne gefeiert. Sie hat unzählige Menschen und zig Häfen kennengelernt. Sie hat sich in die Welt und in die Freiheit verliebt. Laura Decker, herzlich willkommen und Glückwunsch erstmal. Man muss ja sagen, wir sind froh, dass es dich überhaupt noch gibt. Denn gefährlich war das Ganze schon. Ja, aber jeden Tag nach Schulfize Fahrrad. Ja? Wie sagt man das? Jeden Tag mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause fahren? Ich musste 12 Kilometer fahren, also das ist ganz weit weg vom Fahrrad. Gefährlich. Aber am Fahrrad wird man nicht seekrank, das ist meine erste Frage. Ich bin nicht seekrank gewesen. Hast du das einfach irgendwann gemerkt oder hast du so viel auf Schiffen gelebt, dass du ohnehin auf der Straße seekrank wirst? Du kannst das ja nicht lernen, um nicht seekrank zu werden. Das sitzt drin oder nicht. Du bist einfach seefest. Ja. Warum? Wie kamst du darauf, die Welt zu umsegeln? Ich weiß nicht, ich bin immer aufgewachsen auf Segelschiffen. Und wie alle Holländer? Die meisten. In Wohnwägen nicht oder auf wie Schiffen. Alle Holländer. Und, auch manche Iren. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich bin mit 6 alleine gesegelt und mit 8 auf größere Schiffen und dann 10. Und habe ich gedacht, ja, ich will schon mal um die Welt segeln. Ja. Aber wenn ich älter bin und dann mit 10 habe ich gedacht, ja, ich kann das schon machen, wenn ich mit meiner Schule fertig bin. Und dann, wenn ich 13 gewesen bin, habe ich gedacht, ja, ich kann das auch jetzt machen. Verrückt, so, ja. Aber welches Mädchen will so lange alleine sein? Ihr könnt doch keine halbe Stunde ohne iPhone aushalten. Über Social Networks müssen wir gar nicht reden. Facebook, hast du da auf deiner ganzen Reise immer irgendeinen Satelliten gehabt? Ich war 13, wenn ich damit gestartet bin, das alles zu organisieren, so. Ich war noch nicht ganz drin und habe keine Internet an Bord gehabt, so, ne, ich mach das nicht. Die Klugscheißer werden natürlich jetzt sagen, Moment, da war ja ein Kameramann an Bord, wie hast du dich denn da filmen können, wenn du alleine warst? Nee, ich habe das alles alleine gemacht und deine Kamera auf den Bord gesetzt und, ja. Sensationell. Ja. Spitze. Wie alt ist dein Kind? 10 und 3. Na bitte, also der 10-Jährige, wenn der sagt, du Papa, 14, ich segel einmal um die Welt. Ja, genau, dann sage ich, aber sei zum Essen wieder pünktlich zu Hause und bring Salami mit, der Aufschnitt ist alle. Aber ich finde das schon spitze. Also normalerweise dürfen 14-jährige Mädchen, da kriegen die Eltern schon auf einmal Angst, wenn sie in die Disco gehen. Und du bist mal eben um die Welt gesegelt, das finde ich toll. Also, es ist auch gefährlich. Ich meine, wenn du da krank geworden wärst, hast du dir den Blinddarm vorausnehmen lassen oder Zahnschmerzen? Ja. Das ist gar nicht auf See, aber ja. Ich glaube, die Neuseeländer haben von dir sogar verlangt, dass du irgendwie vormachen musst, dass du dir hier mit 2 Kochlöffeln den Arm schienen kannst oder sowas. Also du musst ja alles alleine machen. Eine Hand segeln, eine Hand schienen. Ich hätte alles da, aber wir werden dich jetzt hier nicht schienen. Ich kannte übrigens deinen Großvater, also Laura Decker, Phil Decker, kanntest du noch, berühmter FBI-Mann, hat lange mit Jerry Cotton zusammengearbeitet, aber sie wird sich nicht mehr an ihn erinnern. Ich schon. Nee. Und bei der Papa, was hat der Papa gesagt, als du wieder da warst?
War er glücklich oder hat er gesagt, Frank, los? Mein Arzt war sehr glücklich, mich wiederzusehen. So, ja. Was war denn die gefährlichste Situation? Ich weiß nicht, der ist nie wirklich eine wirklich, wirklich gefährliche Situation gewesen. Ich habe schon Sturm gehabt. Und ja, eben. Hast du nie Angst gehabt und hast gedacht, oh Gott, was war das für eine Idee? Nee. Nein. Nee. Einmal hast du Gott sei Dank Vorsicht walten lassen. Wir sehen das hier auf der Route. Der Kollege Obtenhövel als großer Buchautor. Guck mal, sie hat sich diese gefährliche Route an den Piraten vorbei erspart und ist dann unten um Afrika rumgesegelt. Ja, das da oben, das wäre dann... Aber das Wetter in Afrika ist auch immer ein bisschen schwer. Ja. Nicht einfach, um da rumzusegeln. Ja, gar nichts ist einfach. Also ich kann mir das ungeheuer schwierig vorstellen. Zwischendurch war es da auf dem Boot ein bisschen unordentlich. Hast du jeden Tag schön aufgeräumt oder war das egal? Fliegen die Töpfe da immer durch die Gegend, die Klamotten? Nur wenn Fernsehen da war, der hat so ein bisschen durchgewischt. Ja, nö, in das Beginn nicht wirklich, aber ich habe schon ganz schnell gelernt, dass das muss auf ein Schiff. Sauber sein. Zeit hast du ja gehabt zum Aufräumen. Nicht immer, aber ja. Könntest du dich in einen Jungen verlieben, der Bergsteiger ist, oder muss der mit dir um die Welt segeln? Nö, muss nicht gerade sein. Hast du es hinter dir oder sagst du, ich habe die nächste Route schon im Kopf? Willst du dein Leben lang irgendwo? Nein, ich will mal nach Neuseeland segeln und ja, die Welt ist ganz schön groß, so. Ich muss doch ganz viel sehen. Ich meine, da kann man ja auch hinfliegen. Geht es dir darum, irgendwo anzukommen? Wenn du dein segelst, das ist... Ja, ich weiß nicht. Wenn du dann wirklich da bist, dann hast du da wirklich etwas vorgetan. Richtig, aber irgendwann musst du auch mal in die Schule gehen. Kannst du einen Tag auf der Schulbank stillsitzen oder machst du dann immer so... Ich bin in die Schule ich habe alle Bücher an Bord gehabt und ich habe die Schule gemacht. Das ist doch beschissen, du wirst ja die... ich habe wirklich etwas getan. Ja? Ja. Deutsch gelernt zum Beispiel? Nee, meine Mutter ist Deutsch. So. Ja, und kannst du dir eine Rückkehr ins normale Leben vorstellen, dass du sagst, so, ich bin eine ganz normale junge Frau. Was heißt eine normale Leber? Dass du sagst, ich gehe abends in die Diskothek und ich heirate einen Mann, der vielleicht beim Finanzamt arbeitet. Ja, ich weiß nicht. Ich bin aufgewachsen mit Segeln und Reisen und fremde Lande sehen. So, ich denke, ich würde das immer machen. Und wenn dein Kind irgendwann mit 12 Jahren sagt, Mama, ich mache den gleichen Mist wie du? Ich weiß nicht. Siehst du? Da geht's schon los. Ja, das ist ja, wenn er wirklich das kann und segeln kann und weiß, was er tut, ja, vielleicht. Super, aber du scheinst keinen Schaden genommen zu haben. Also ich habe junge Frauen in deinem Alter getroffen, die keinen Sonnenbrand gekriegt haben. Wie war denn das? Hast du da nicht irgendwann zwischendurch Hitze, Kälte? Junge Mädchen frieren doch oft und von Lippenstift müssen wir gar nicht reden. War dir alles egal? Respekt. Wie groß war das Boot? 12 Meter. 12 Meter? Ja. Und Heimweh hast du auch nicht gehabt? Abends geweint? Nein, nicht wirklich. Papa? Nö. Dann wird sein Vater sich nicht freuen. Aber der hat Verständnis dafür, weil ihr offensichtlich alle eine Familie seid, die etwas unruhig ist. Also er war auch nicht beim Finanzamt. Oh, Telefon? Der Engel ruft zurück. Ja, Facebook meldet sich bei dir, glaube ich, gerade. Sag, du bist kurz im Fernsehen und rufst zurück. Ja, du kannst einfach hier sagen, ruf zurück. Vielleicht ist der Engel. Ja. Laura, ruf zurück. Was ist bei dir los, mein Lieber? Da ist aber was los hier bei dir. Ja, sie muss was nachholen, glaube ich. Auf See habe ich das nicht. Da siehst du mal, das ist der Stress des normalen Lebens. Ja. Bist du in irgendeiner Form fürs nautische Leben zu haben oder bist du Fußball? Das ist, Ich hab ja auch mal sowas hier in der Richtung erlebt. Ich war für Viva damals, wir haben uns bei den Prozessversuchen für die Atomtestversuche, da haben wir uns, ist aber hartnäckig, ehrlich gesagt. Geh mal dran, Thomas. Da haben wir uns an dieser Protestflotte beteiligt. Und da hat halt nichts geklappt. Und dieses Boot, da war auch damals noch Heidi Wiczerek-Zeul an Bord, das ist fast untergegangen. Also wir waren Einsammeldung in den Tagesthemen, weil wir SOS gerufen haben. Das war schon, also danach musste ich irgendwie nicht noch eine Kreuzfahrt machen. Aber inzwischen habe ich das sogar wieder gemacht. Und ich fühle mich auf einem Schiff wieder durchaus wohl. Also ich finde, du neigst nicht zu Seekrankheit? Nee, auch nicht. Ich finde das, ich meine, das würde ich natürlich nie in meinem Leben machen. Ich würde auch keine ganz, ganz lange Route so von einem halben Jahr oder so, aber mal so eine kleine Schiffsreise oder so bin ich immer für zu haben.
Hast du Freundinnen, die, oder bist du ein Mensch wie du, der um die Welt segelt? Wollte da jemand mitkommen? Hast du andere Mädchen, was sagen die, spinnst du? Von meinen Eltern? Na, nicht oft. Nee. Aber manchmal, das sind diejenigen, die gesagt haben, ja, ich will schon mitkommen, aber ja. Yeah. Ich würde das alleine tun. Immer, also offensichtlich eine ganz besondere Ausstattung geistiger Art, dass ein junger Mensch alleine so gerne, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich hätte also von vorne bis hinten nur die Hosen voll gehabt und großer Respekt. Danke. Hat sich das auch gelohnt für dich? Also ich meine, reich geworden ja. Bist du nicht damit und berühmt bist du jetzt. Du hast Optenhöfen kennengelernt. Ja, aber ja, reich gar nicht und berühmt, das wollte ich gar nicht so. Ja. So, und hier aber es war ein wirklich gute Erfahrung. Und hier ist Sven Plöger mit dem